Man muss sich ja immer vorstellen, was das in den WhatsApp-Gruppen von Afghanen, Syrern und so weiter auslöst, wenn die nach Kandahar und nach Herat schreiben, Leute, ihr glaubt das nicht. Wir mussten die ganze Zeit zu Fuß gehen. Aber als wir dann in Deutschland waren, da wurden wir von piekfein uniformierten Beamten freundlich begrüßt und noch hingefahren zum Bargeld. Das ist ja klar, was das auslöst. Da sagen die natürlich in Herat, ja, das gibt's doch nicht. Da wartet die bei uns werden wir von der Polizei, vom Geheimdienst verdroschen. In Deutschland wartet die Polizei an der Grenze auf uns, um uns zum Geld hinzufahren. Ja, auf geht's, auf geht's. Und wir wundern uns an dieser Stelle weiter, dass Innenministerin Faeser wieder mal alles schönredet. Die innere Sicherheit Deutschlands ist in Gefahr und deswegen haben wir jetzt den Chef der Polizeigewerkschaft zugeschaltet und sagen einen schönen guten Morgen, Heiko Teggerz. Wir grüßen Sie. Schönen guten Morgen im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Teggerz, auch von meiner Seite. Herr Teggerz, 3 Tage nach der fürchterlichen Tat von Solingen, was hat das mit Ihnen als Polizisten, als Polizist gemacht? Also zunächst mal war ich schockiert. Schockiert über die Bilder, die ich da im Fernsehen gesehen habe am Wochenende. Aber ehrlich gesagt war das nur eine Frage der Zeit, wann der nächste Anschlag in Deutschland stattfindet. Das Problem ist, dass wir in Deutschland ungefähr 50.000 Menschen haben, deren Asylantrag abgelehnt ist und die vollziehbar, und ich betone vollziehbar, ausreisepflichtig sind. Das heißt, alle Papiere sind vorhanden, rechtsstaatliche Verfahren ist abgeschlossen, sämtliche Widerspruchsmöglichkeiten gegen die Entscheidung, dass kein Asyl gewährt wird, sind ausgeschöpft. Und diese Menschen sind in Deutschland auf freiem Fuß. So. Und wir haben es ja nicht das erste Mal erlebt, dass gerade dieser Personenkreis dann sich radikalisiert oder vielleicht sogar schon vorher radikalisiert war und dann zu solchen schrecklichen Taten bereit ist. Und das ist die große Frage, die ich mir als Polizist und insbesondere als Bundespolizist stelle. Wie kann es sein, dass Menschen ohne Bleiberecht mit teilweise Haftbefehl gesucht auf freiem Fuß in Deutschland leben? So. Und da liegt die Verantwortung ganz klar und eindeutig bei den Bundesländern und nicht beim Bund. Heiko Teggerz, nochmal vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Wir haben hier in den letzten 39 Minuten über 2 Worte gesprochen. Eins davon haben Sie bereits genannt, das ist die Abschiebung. Das andere Wort ist die Grenze. Ich sage, solange wir in der politischen Debatte das Wort Grenze, Klammer auf, und das Wort Zurückweisung, Klammer zu, nicht mal mehr hören, laufen wir in eine Katastrophe, weil sich nichts mehr ändern wird. Sie vertreten Bundespolizisten, ich kenne auch viele Bundespolizisten, die haben diesen Job gewählt, um diese Grenze zu verteidigen. Was ist möglich, Herr Teggerz? Die Politik sagt uns, geht nicht, EU, Schengen, Zurückweisung, die sind doch Schutz, die flüchten doch vor Krieg. Einmal von der Bundespolizei persönlich. Was ist möglich? Können wir an unserer Grenze unseres Landes Leuten sagen, du kommst hier nicht rein? Ja, können wir, aber nur, wenn Grenzkontrollen angeordnet sind. So. Grenzkontrollen sind deshalb angeordnet, weil das System, das theoretische System von Schengen, nämlich die Kontrolle und die Registrierung der ankommenden Personen an den EU-Außengrenzen, offensichtlich nicht funktioniert. Wer von uns aus Syrien kommend an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert und festgestellt wird, ist durch mindestens 4 Schengen-Vertragsstaaten gereist. Das heißt, er dürfte eigentlich überhaupt gar nicht unregistriert an dieser Grenze auftauchen. So. Zweitens. Schauen wir mal auf Dublin. Wir haben ja jetzt das prominente Beispiel mit diesem Attentäter, richtig, der dort in Solingen sein Unwesen getrieben hat. Geregistriert in Bulgarien. Und es ist nicht möglich, die deutschen Behörden kriegen es nicht hin, diesen Menschen dorthin zurückzubringen, wo er nach Dublin erstmalig Europa betreten hat. Da ist die Verantwortung ganz klar bei den Ausländerbehörden beim Land. Und nirgendwo anders. Aber auch ein Punkt dafür, was mir sagt, Schengen funktioniert nicht. Und solange Schengen nicht funktioniert, das heißt, die EU ihre Außengrenzen merkbar und spürbar schützt, müssen wir das nachholen. Also zu Zeiten, wo sich Ministerin Faeser ja noch mit Händen und Füßen gegen die Grenzkontrollen gewehrt hat. Ich erinnere an meine Forderung von vor 2,5 Jahren. Da habe ich schon gesagt, wir brauchen dringend Grenzkontrollen nach Polen, nach Tschechien und zur Schweiz. Es ist ja die ganze Zeit nichts passiert. Da haben meine Kolleginnen und Kollegen wirklich offen zu mir gesagt, wir sind hier das Edeltaxi des Bundes. Man muss sich ja immer vorstellen, was das in den WhatsApp-Gruppen von Afghanen, Syrern und so weiter auslöst, wenn die nach Kandahar und nach Herat schreiben, Leute, ihr glaubt das nicht. Wir mussten die ganze Zeit zu Fuß gehen. Aber als wir dann in Deutschland waren,
da wurden wir von piekfein uniformierten Beamten freundlich begrüßt und auch noch hingefahren zum Bargeld. Das ist ja klar, was das auslöst. Da sagen die natürlich in Herat, ja, das gibt's doch nicht. Da wartet die bei uns werden wir von der Polizei, vom Geheimdienst verdroschen. In Deutschland wartet die Polizei an der Grenze auf uns, um uns zum Geld hinzufahren. Ja, auf geht's. Herr Teggert, ich habe noch eine Frage, weil wir hier auch das Thema Abschiebung NRW besprochen haben. Henrik Wüst hat ja gestern gesagt, wir müssen jetzt klar benennen, ja, es muss jetzt ganz klar benannt werden, was alles schief gelaufen ist und wie das geschehen konnte, dass der Mann nicht abgeschoben worden ist. Jetzt haben wir hier viele Artikel von vor genau einem Jahr gefunden, wo Henrik Wüst zusammen mit den Grünen gesagt hat, in NRW wird de facto nicht mehr abgeschoben. Abschiebung ist nicht mehr das strategische Ziel. Deswegen klären Sie uns einmal auf, was haben Sie in NRW, in der Politik in NRW in den letzten 12, 18 Monaten unter Schwarz-Grün dort beim Thema Abschiebung erlebt? Also wir kommen ja immer wieder auf den gleichen Punkt. So, wenn ich eine Abschiebeoffensive starten will, ja, und das als Bund ausrufe, dann muss ich erstmal gucken, dass ich in die Zuständigkeit als Bund komme. Das haben wir mal nicht. So, wenn sich Friedrich Merz hinstellt und sagt, wir machen einen Aufnahmestopp, dann hat er damit völlig recht. Aber das funktioniert auch nur, indem ich dann aber auch konsequent die Grenzen kontrolliere. Ich bekomme ja meinen mit Wasser vollgelaufenen Keller nur leer gepumpt, wenn ich vorher das Wasser abstelle. Wenn ich es laufen lasse, macht das keinen Sinn. So. Und das mahnen wir immer wieder an und sagen, reißt euch verdammt nochmal zusammen, Bund und Länder im Bundesrat. Und wenn die Bundesregierung die Gesetzesänderung des Aufenthaltsrechts nicht möchte, dann sollen verdammt nochmal die Länder, die jetzt die große Klappe haben, dass ich was tun muss, eine Bundesratsinitiative starten. Ich bin voll dabei, aber deshalb sage ich, wir müssen es immer wieder fordern und darauf aufmerksam machen. Und deshalb bin ich Ihnen auch sehr dankbar, dass Sie das in Ihren Sendungen immer so klar ansprechen. Ich habe gestern etwas nochmal nachgelesen, das heißt Chancenaufenthaltsrecht. Da muss er schon lachen. Ich wusste, dass das Gesicht kommt. Ich glaube, 104c ist da der Paragraph. Nur noch, können Sie es uns bitte einmal, die Leute müssen es verstehen, was hier los ist und was diese Regierung für ein Monstrum, was ist das? Was passiert da gerade? Was ist gerade Gesetz geworden? Da steht drin, dass diejenigen, die illegal nach Deutschland kommen, sich während der ersten 5 Jahre, die sie hier leben, aber nichts zu Schulden kommen lassen und einen Integrationskurs besucht haben, dann auch tatsächlich zumindest einen dauerhaften Aufenthaltstitel bekommen, wenn nicht sogar irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist eine Katastrophe, dieses Gesetz. Also Chancenaufenthaltsrecht, ich kann es nur jedem unserer Zuhörer, Zuschauer empfehlen, googeln Sie das mal. Ich glaube, der Paragraph ist 104c. Ja, und da steht drin, nicht zu Schulden kommen lassen, ist noch nicht mal ganz so, sondern man muss unter 90 Tagessätzen bleiben. Oh. Also wenn ich eine Straftat begehe, aber unter 90 Tagessätzen bleibe, dann kriege ich nochmal einen Schluck aus der Pulle. Dann kriege ich nochmal 18 Monate Chancenaufenthaltsrecht, um dann nochmal richtig durchzustarten in Deutschland vielleicht doch noch Arzt zu oder Ingenieur zu werden. Ich muss nicht wirklich, ich muss den Integrationskurs, den muss ich online machen und den darf ich in der Muttersprache machen. Das steht da im Gesetz in der Muttersprache und es weiß auch niemand, ob die Personen den genommen. Der Syrer kann sagen, ja geil, ich habe zwar hier Laden geklaut, aber bin unter 90 Tagessätzen. Ich möchte in Deutschland nochmal 18 Monate bleiben. Mama, ich habe keinen Bock, den Kurs hier zu machen. Kannst du den Kurs? Dann setze ich Mama an den Computer, die auch mit da ist, und kann das auf Arabisch machen. Und dann kommen nochmal 18 Monate drauf. Dann hat er 18 Monate Zeit, sich einen Job zu suchen. Meistens Scheinbeschäftigung. Und dann ist er langsam auf dem Weg für einen deutschen Pass. Das ist das, was gerade gesetzlich geändert wurde, Herr Teggert. Ne? Das ist ja nicht seit Jahren, und das müssen wir jetzt ändern. Das ist gerade von der Regierung eingeführt worden. Und als ich das Gesicht eben von Heiko Teggert bei dem Anfang, ja. Da weiß man ja, was die Kollegen von Teggerts, was die durchmachen, da wird man ja wahnsinnig. Insofern, also, letzte Worte von mir, was Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass die morgens noch zum Dienst gehen, dass die morgens zum Dienst gehen und sagen, ich versuche heute wieder Deutschland zu schützen, ich verneige mich davor. Ich könnte es nicht. Ich würde einfach zu Hause bleiben.